In seinem Blickpunkt die Aufgaben der Streitkräfte. Auch wenn der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr seit gut 2 Jahren im Ruhestand ist. Bei Themen wie der Sicherheitspolitik oder der Bundeswehrreform ist Wolfgang Schneiderhahn noch immer ein Experte. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass gerade er zum 8. Kaufbeurer-Dialog als Gastredner geladen war. Diesmal ging es um umfassende Sicherheit und globale Herausforderungen. Ein Thema, das für den gebürtigen Oberschwaben noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gehört. Ich glaube, in der Phase, in der wir uns befinden mit der Bundeswehr, in diesen Umbrüchen, die da nun zu bewältigen sind, ist nichts wichtiger, als ein kommunikatives Netz herzustellen mit der Öffentlichkeit. Nicht zu beklagen, dass man nicht genügend über Sicherheitspolitik diskutiert, dass man nicht genügend über die Veränderungen auf der Welt und die Bundeswehr diskutiert, sondern was dazu beizutragen, dass man es tut. Was vielleicht verwundern mag, auch die Energiewende gehörte für Wolfgang Schneiderhahn zur Sicherheitspolitik. Denn knappe Ressourcen könnten in Zukunft, da ist sich der ehemalige Generalinspekteur sicher, ein Grund für politische Spannungen werden. Ob jahrhundertealte Konflikte wie auf dem Balkan oder aktuelle Krisenherde wie in der arabischen Welt, die Anforderungen an die Bundeswehr sind facettenreich geworden. Ganz aktuell lasten besonders die Probleme in Afghanistan auf den Schultern der Bundeswehr. Also zunächst mal glaube ich, dass wir es mit den augenblicklichen Auseinandersetzungen nicht um einen Flächenbrand, mit einem Flächenbrand zu tun haben. Ich glaube, das sind punktuelle Feuer durch diese Koranverbrennungen ausgelöst, die auch beherrschbar sein werden. Wenn man jetzt klug ist und wenn man auch beharrlich ist und nicht sozusagen überreagiert und hektisch reagiert, was ich auch nicht feststelle. Um die Bundeswehrreform kam der frühere General gerade in Kaufbeuren nicht herum. Bei dem Thema ist für den Oberschwaben keine Zeit zum Schwarzsehen. Wobei ich einfach jetzt den Rat gebe, das Klagen über die Entscheidung hilft jetzt auch nicht weiter. Jetzt müssen wir in die Zukunft gucken. Klingt natürlich immer leicht, weiß ich. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Menschen kümmern, die davon betroffen sind, zivil und militärisch. Und der zweite große Aufgabenkatalog entsteht dann durch die Frage, was geschieht jetzt mit Kaufbeuren? Was gibt es hier für Konversionsmöglichkeiten? Jetzt müsse man, so Schneiderhahn, einen Schulterschluss mit anderen Standorten prüfen und dabei nicht versuchen, die Bundeswehr neu zu erfinden, sondern vielmehr denen Sicherheit geben, die ihrem Land loyal dienen.